Hey Leute, in diesem Video bauen wir ein Pocketbike, wie ihr sehen könnt. Ich habe das schon in Fusion 360 gezeichnet. Also ich habe das jetzt nur so gezeichnet, damit ich so eine grobe Idee habe, wie viel Stahl ich brauche, wie groß das auch wird, damit es auch nicht zu scheiße aussieht. Und ich würde sagen, lass uns das jetzt bauen gehen. Das werde ich als vorderes Rad benutzen. Ich möchte nicht wie bei allen anderen Fahrzeugen dieses Mal eine Bremse einbauen. Die Bremsen fehlen noch. Die Bremse ist aber unterirdisch schlecht. Aber es bremst nicht wirklich. Um die Scheibenbremse da festzumachen, habe ich noch so einen Adapter gedruckt. Und dann kann ich hier drauf die Scheibe festschrauben. Das funktioniert wirklich sehr gut. Die Scheibe eiert quasi nur hoch und runter. Seitlich gar nicht. Ich werde die Lenkung aus diesem Roller rausflexen und wiederverwenden. So, dann können wir den Rahmen anfangen. Also, ich brauche 330 mm. Boah, das wird sehr klein, ne? Ich habe schon hier es leicht angerundet, damit es perfekt auf ein Rohr draufgeschweißt werden kann. Sieht nach einem Punkt aus. Ja, es ist einer. Der Rahmen ist gerade und gepunktet. Das heißt, ich kann jetzt festschweißen. Ich habe mir überlegt, ob ich jetzt vorne weitermache oder mit hinten. Ich denke, vorne ist anstrengender, deswegen mache ich jetzt vorne. Ich habe gerade die letzte halbe Stunde bestimmt diese Naht hier gemacht. Und dann war wieder ein Loch und so. Das Profil vom Roller war schon sehr dünn. Aber ich habe es jetzt geschafft und jetzt schweiße ich die Gabel. Und das mit Einspannen mit zwei Holzstücken ist schon sehr praktisch. Das sieht eigentlich gerade aus, außer dass es sich wegen der Hitze so auseinandergezogen hat. Das sind die weiteren Teile der vorderen Federung. Die baue ich jetzt an dieser Gabel dran. Zuerst muss ich diese Teile innen hier reinschweißen. Ich werde auch eine Achse hier durchmachen, damit die schön gerade sind. Achse ist drin. Auf der anderen Seite dasselbe. Boah, das ist ganz gut geworden. Oh shit, ich habe vergessen die Achse reinzumachen beim letzten Punkt. Nein, es ist komplett für... Okay, nee, es geht. Jetzt kann ich auch schon mit dem Zusammenbau der... Aua, das heißt, fuck. So sieht die Gabel jetzt aus. Ich habe eine Halterung für den Dämpfer eingebaut. Leider ist der Dämpfer viel zu hart. Deswegen habe ich mir überlegt, den Hebel hier nochmal zu machen, sodass das Rad weiter vorne liegt und das da ein bisschen weiter hinten. Erstmal, es ist zu leicht. Das berührt den Reifen dann. Ach, einfach eine Gabel, eine fertige, gefederte Gabel wäre viel, viel, viel einfacher gewesen. Die hintere Federung ist jetzt dran. Ich habe mir das jetzt so aufgebaut, um zu schauen, wie weit das hintere Rad sein muss. Und ich glaube, so Ende des Profils. Ich muss jetzt diese Löcher mit einem Gewinde Schneider schneiden. Das ist für die Motorhalterung. Es geht jetzt darum, das da unten dran zu schweißen. Und da wird der Motor dann festgemacht. Ich bin dabei, die hintere Federung zu bauen. Ich habe schon das festgemacht. Hier ein Flachstahlstück habe ich nur jetzt gepunktet, um auszuprobieren, wo er genau liegen muss. Weil ich es ausprobieren kann, muss hier noch so ein Schwenkarm, weil sonst würde die Kraft, die vom Rad kommt, den Dämpfer einfach nach oben schieben. So. Fuck, wieso geht das nicht mal ein bisschen? Hä? Das muss doch gehen, oder? Ah doch, das geht schon. Nach meinen extrem genauen Berechnungen musste das hier geschweißt werden. Ich habe das jetzt verschoben. Ich glaube, der Dämpfer ist einfach so hart und ich muss das noch weiter verschieben. Aber der Hebel ist schon so krass, ich verstehe das nicht. Jetzt ist der Lenkrad an. Und als Sattel habe ich noch das. Wie gesagt, habe ich ein Problem mit der vorderen Federung. Die funktioniert nicht, weil das Rad zu weit vorne ist. Deswegen habe ich mir überlegt, das hier abzuflexen, gerade dran zu schweißen, dass das Rad einfach allgemein weiter nach hinten ist. Endlich ist diese vordere Federung zu Ende und funktioniert auch ganz gut. Ich musste hier noch zwei kleine Stützen einbauen und diese ganzen Löcher da, das ist um Gewicht zu sparen. Genauso wie hier oder hier oder hier. Gewicht sparen. Jetzt kommt das da irgendwie dran. Mit diesem System gibt es leider das Problem, dass wenn man bremst, die Federung nicht wirklich geht, was ja ein bisschen dumm ist. Aber man kann anhalten. Bevor wir loslegen, noch ein paar Details zur Elektronik. Ich habe mir einen neuen Controller geholt, den FlipSky 75100, und er ist viel besser als die billigen No-Name-Controller, die man auf eBay bekommt. Ich habe ihn so programmiert,
dass er bis zu 60 Ampere an den Motor liefert. Eine coole Funktion ist auch, dass er bremst, sobald man den Daumengashebel loslässt und dabei sogar den Akku wieder auflädt. Dazu werde ich bald noch ein extra Video machen, wo ich genauer auf die Programmierung und die Features von diesem Controller eingehe. Leider gibt es keinen Platz mehr im Rahmen für den Akku, deswegen muss ich ihn in einem Rucksack mitnehmen. Ich verwende einen 48 Volt LiPo Akku mit 10 Ampere. Und fertig ist das Pocket Bike. Lass mal fahren. Das Pocket Bike ist durch seine Größe nicht gerade das praktischste Fahrzeug, um längere Strecken zu fahren. Aber das Fahrgefühl ist eigentlich ganz okay. Wenn man dafür aber zu schnell fährt, verliert man wegen der Lenkung an Fahrstabilität. Die Federungen funktionieren jedoch einwandfrei und es ist tatsächlich bequem zu fahren. Und mit der Bremse auch sicher. Es sieht auch ziemlich witzig aus, wenn man mit 32 km/h und so einem kleinen Fahrzeug über den Asphalt düst. Den 3D gedruckten Reifen auf dem Motor werde ich euch im nächsten Video ganz genau vorstellen. Da gibt es noch einiges Spannendes zu zeigen. Falls dir mein Video gefällt, lass ein Like da, abonnier dich und wir sehen uns dann im nächsten Video. Mach's gut. Ciao.